Eine ausgewogene Ernährung ist Nahrungsergänzungsmittel überlegen, aber Sie müssen sich auch tatsächlich ausgewogen ernähren. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor der Einnahme. Nahrungsergänzungsmittel sind in aller Munde. Tendenz steigend. Seit Jahren wächst der Markt für die Pillen, Tabletten, Kapseln, Pulver, was auch immer. Und das Ende davon ist noch lange nicht in Sicht. Das wird immer mehr. Wir wollen ja auch immer mehr uns optimieren. 2020 wurde ein Umsatz von so circa 2,3 Milliarden Euro allein in Deutschland damit gemacht. Das ist also kein kleiner Markt, sondern da ist richtig, richtig viel Geld im Spiel. Doch Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel und durchlaufen daher kein Zulassungsverfahren. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und vielleicht haben Sie sich auch schon die Frage einmal gestellt, brauche ich das wirklich oder schmeiße ich mein Geld damit aus dem Fenster heraus? Und wenn ja, welches Supplement macht denn Sinn für mich? Welche brauche ich wirklich? Um es klar einmal zu sagen, Nahrungsergänzungsmittel können wichtig sein, aber nicht immer und nicht für jeden. Und für wen Supplemente wichtig sein können und welche drei sehr, sehr wichtig zum Beispiel sind, darauf gehe ich jetzt ein. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Erkrankungen, Ursachen von Erkrankungen, aber auch das Thema Sport, Bewegung und natürlich Ernährung. Und da können auch Supplements mit dazu, weil das alles sehr eng miteinander zusammenhängt. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Haben Sie schon mal Supplemente gekauft und eingenommen? Wahrscheinlich ja. Wenn ja, dann gehören sie tatsächlich nämlich auch zur Mehrheit. 2021 haben in einer Umfrage so 70% der Befragten angegeben, Nahrungsergänzungsmittel zu konsumieren. Also nicht mal irgendwann konsumiert zu haben, sondern aktuell zu konsumieren. Wie ich eben auch schon sagte, circa 2,3, wahrscheinlich mittlerweile so 2,5 Milliarden Euro geben wir Deutsche allein für Supplements aus. Muss man sich mal vorstellen, wie groß der Weltmarkt dafür ist. Allen voran Vitamine, Mineralstoffe, dicht gefolgt auch von Proteinen. Grundsätzlich zeigt das erstmal, dass sich mehr Menschen mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man auch aus dieser Zahl interpretieren kann. Das ist gut. Ob jeder Einzelne davon aber wirklich Vitamine oder Mineralstoffe extra schlucken muss, das sei einmal dahingestellt. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen, das ist wichtig, ersetzen niemals eine gesunde Ernährung. Das ist ganz wichtig. Und ganz klar gilt, eine ausgewogene Ernährung ist Nahrungsergänzungsmitteln überlegen. Aber Sie müssen sich auch tatsächlich ausgewogen ernähren. Und da stellt sich immer die Frage, was ist ausgewogen? Wie kriege ich das hin? Hier liegt die Krux. Dazu kommt, dass es tatsächlich für die verschiedenen Nährstoffe sogenannte Risikogruppen gibt, die eher von einem Mangel betroffen sind und bei denen eine Supplementierung dann zum Beispiel sogar sehr wichtig sein kann, wo die vielleicht sogar notwendig ist. Deswegen gehe ich jetzt auf drei Nährstoffe ein und erkläre, wer am ehesten von Supplementen profitieren kann. Und mit dem ersten Stoff haben Sie bestimmt auch schon gerechnet. Supplement Nummer 1, Vitamin D. Ja, ganz klar gehe ich jetzt auf diesen Stoff natürlich ein. Vitamin D wird seit Jahren gehypt, diskutiert, ob es vielleicht bei verschiedenen Krankheiten helfen könnte. Gerade auch im Rahmen der Corona-Pandemie hat dieses ja Vitamin, was ja eigentlich ein Hormon ist, dazu gleich mehr bei der Supplementierung, nochmal so einen richtigen Verkaufsschub auch bekommen. Teils muss man wirklich sagen, wenn man da mal im Internet schaut, auch auf YouTube schaut, mit sehr zweifelhaften Versprechungen. Was diesen so wichtigen Stoff für unseren Körper dann auch teilweise ja verunglimpft hat durch übertriebene Versprechungen, durch völlig ja falsche Vorhersagen. Mehr dazu gerne in diesem Video, aber schauen Sie da mal rein. Und deswegen, generell mal abgesehen von diesem Video jetzt, ist es ganz wichtig, sich zu informieren. Und dafür habe ich meine Ratgeber herausgegeben, die unabhängig sind, durch keine Industrie oder Hersteller Ihnen wie gesponsert, sondern basierend auf Studien. Wer mehr also wissen will, gerne mal in meinen Shop reinschauen und gerne einen meiner Ratgeber bestellen. Jetzt zu den Fakten. Sie haben bestimmt auch schon davon gehört, dass viele Menschen keine guten Vitamin-D-Werte haben. Als guter Vitamin-D-Wert gilt so 50 Nanomol pro Liter. Von einem Vitamin-D-Mangel spricht man dann, wenn die 25-Hydroxy-Vitamin-D-Konzentration, das ist die, die man misst, unter 30 Nanomol pro Liter liegt. Bei einem längeren Mangel, das ist wichtig, bei einem längeren Mangel kann es bei Erwachsenen vor allem zu einem gestörten Knochenstoffwechsel kommen, wodurch die Gefahr dann zum Beispiel für Knochenbrüche wächst, Stichwort Osteoporose. Andere Symptome sind zum Beispiel auch eine erhöhte Infektanfälligkeit,
auch Muskelschwäche. Ganz wichtig aber, das ist ein langfristiger Mangel, also nicht von heute auf morgen einmalig. Wer mehr wissen will, sollte auch einmal hier reinschauen, das Video. Wer gehört jetzt aber zur Risikogruppe für einen Vitamin-D-Mangel? Vielleicht überrascht Sie die erste Gruppe, aber stark übergewichtige Menschen, ganz interessant, mit einem BMI größer 30, die haben ein erhöhtes Risiko für einen Vitamin-D-Mangel. Ganz klar wissenschaftlich belegt. Das liegt daran, dass besonders im Unterhautfettgewebe, dem sogenannten subkutanen Fett, auch dem sogenannten Bierbauch, Vitamin D angereichert wird und deshalb nicht im Körper dann zirkulieren kann. Das zeigt auch diese Studie hier nochmal. Wenn der Mangel ausgeglichen werden soll, sind deswegen teils deutlich höhere Vitamin D-Mengen notwendig. Man muss viel mehr Vitamin D sozusagen zu sich nehmen. Und da wird auch diskutiert teilweise von Mengen so zwischen 6.000 bis 10.000 internationalen Einheiten. Wie viel Sie letztlich als Betroffener brauchen, ist dann wohl individuell. Das heißt für Sie aber nicht, dass Sie bei Übergewicht jetzt automatisch Pillen schlucken sollten, sondern Sie erstmal von Ihrem Arzt natürlich beraten lassen sollten, da Ihr Mangelrisiko erhöht ist. Also es könnte sein, dass Sie einen Mangel haben, dann muss man erstmal schauen, ob sich das im Blut sozusagen widerspiegelt. Erst Blutwerte bestimmen lassen, dann die Ursachen für mögliche Probleme, die Sie vielleicht haben, herausfinden, Symptome, Erkrankungen herausfinden und dann gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Arzt, mit Ihrer Ärztin supplementieren. Aber sehr wichtig, sehr oft ist nicht ein Vitamin-D-Mangel schuld an Ihren gesundheitlichen Problemen zum Beispiel, sondern die Folge von anderen Erkrankungen oder körperlichen Beschaffenheiten, wie jetzt zum Beispiel Übergewicht. Anders gesagt, und das ist wichtig und wird sehr oft vertauscht oder verwechselt, es gibt sehr oft einen Grund für einen Vitamin-D-Mangel. Und wenn es nur das eigene Alter zum Beispiel ist, und der Punkt kommt nämlich jetzt. Wenn Sie schon älter sind oder ein älteres Familienmitglied haben, wissen Sie das vielleicht. Klar, im Alter nimmt die Fähigkeit unserer Haut ab, Vitamin D bzw. das Prävitamin D3 zu bilden. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das passiert bei uns allen. Das passiert mit der Zeit. Das heißt aber auch, dass ältere Menschen eine Risikogruppe für einen Vitamin-D-Mangel sind. Ein Mangel kann zu, hatte ich ja eben auch gesagt, Osteoporose, zu Muskelschwund führen, also Probleme wirklich, mit denen man ja mit dem Alter sozusagen zu kämpfen hat, wodurch sich das Risiko unter anderem für Stürze, für Knochenbrüche erhöht. Wenn Sie schon älter sind und man spricht so ab ja 60, 65 plus und Beschwerden haben, dann kann es sinnvoll sein, den Vitamin-D-Spiegel einmal checken zu lassen. Das gilt besonders für Senioren, die sich aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel kaum oder gar nicht mehr im Freien aufhalten. Und logisch, das kommt ja sehr oft vor, je älter wir werden. Auch dunkelhäutige Menschen sind häufiger von einem Vitamin-D-Mangel betroffen. Davon haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Aber warum ist das überhaupt so? Das liegt daran, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe weniger Vitamin D bilden, weil nur ca. 2-5% des UV-Lichts die oberste Hautschicht durchdringen. Und das ist ja ganz entscheidend. Das muss ja passieren. Gerade wenn man in nördlicheren Regionen lebt, steigt dann selbst im Sommer das Risiko für eine Vitamin-D-Unterversorgung deutlich. Also wer sozusagen in nördlichen Regionen lebt und dann ein dunkler Hauttyp ist, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine Vitamin-D-Unterversorgung zu haben. Dunkelhäutige Menschen sollten sich deshalb ärztlich beraten lassen, ob eine Supplementierung bei Beschwerden wiederum sinnvoll ist. Auch das ist wichtig an dieser Sache oder hier einmal zu sagen, es geht nicht darum, Laborwerte zu verschönern, sondern wenn wirklich Beschwerden vorliegen und diese dann auch auf einen Vitamin-D-Mangel zurückzuführen sind, dann macht es natürlich Sinn, diesen Mangel auszugleichen. Und noch eine Gruppe, das gleiche gilt auch für Schwangere. Viele sind laut dieser Untersuchung unzureichend mit Vitamin D versorgt. Bei zu wenig Vitamin D in der Schwangerschaft steigt das Risiko für Komplikationen, wie zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes oder auch, klar, das will man ja unbedingt vermeiden, Frühgeburten. Für Säuglinge wird sogar empfohlen, sollte man, und sagt im Prinzip jeder Kinderarzt, ab der zweiten Lebenswoche bis zum Ende des ersten Lebensjahres prophylaktisch 400 bis 500 internationale Einheiten täglich zu supplementieren. Supplement Nummer 2, Eisen. Ein ebenfalls häufig verkauftes Supplement ist Eisen. Eisen ist entscheidend am Sauerstofftransport, im Blut beteiligt und Bestandteil verschiedener Enzyme. Macht richtig viel in unserem Körper. Leider ist Eisenmangel bis heute die häufigste Mangelerscheinung weltweit. Wer mehr Infos wissen will, kann gerne hier einmal reinschauen. Also Eisenmangel wirklich sehr, sehr oft. Wenn man müde ist, so viele unspezifische Symptome hat, dann ist sehr oft ein Eisenmangel, der dahinter steckt. Die wichtigste Risikogruppe für einen Eisenmangel sind tatsächlich
Frauen, also die Hälfte unserer Bevölkerung. Frauen haben häufiger keine ausreichend Eisenwerte. Und Grund dafür sind natürlich die Blutverluste während der Menstruation, besonders dann, wenn es zu starken Blutungen kommt. Das heißt nicht, dass jede Frau zwingend supplementieren muss. Als Frau sollten Sie Ihren Eisenkonsum aber im Blick haben und beziehungsweise mit Eisenkonsum meine ich darauf achten, eisenhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und bei Symptomen wie zum Beispiel häufige starke Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsbruch oder Knick zum Beispiel, dann einen Arzt aufsuchen. Schwangere und Stillende haben auch ein höheres Risiko für einen Mangel, weil dort der Eisenbedarf deutlich steigt. 30 Milligramm pro Tag bei Schwangeren, 20 Milligramm bei Stillenden. Es ist mit Blick auf das Ungeborene oder Neugeborene sehr wichtig, wirklich ausreichend Eisen aufzunehmen. Das liegt daran, dass Eisen unter anderem eine Schlüsselrolle für die Gehirnentwicklung nämlich einnimmt bei dem Ungeborenen, wie zum Beispiel diese Studie hier zeigt. Ein Mangel von Eisen während der Schwangerschaft kann also langfristige negative Auswirkungen auf das Ungeborene, auf das Kind haben. Der Eisenwert wird deswegen regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls auch supplementiert. So, und dann noch eine dritte Risikogruppe beim Stichwort Eisen, Eisenmangel. Das sind Menschen, die an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen leiden, wie jetzt zum Beispiel Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, weil es da Probleme mit der Eisenaufnahme gibt. Eisendefizite sind bei Betroffenen häufig, so circa 60-80% aller Patienten mit so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die haben einen Eisenmangel. Das ist also eine ganze Menge. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass das Eisen nur teilweise über die geschädigte Darmschleimhaut aufgenommen wird. Und deswegen wird bei Patienten mit so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, mit Morbus Crohn, laut aktueller Leitlinie auch der Eisenwert regelmäßig geprüft. Das soll wirklich stattfinden. Das fordert die Arzt sozusagen ein. Falls nötig, erhalten Sie dann auch Eisenpräparate. Das ist auch deswegen wichtig, weil Symptome wie eine verringerte Konzentrationsfähigkeit oder Erschöpfung häufig Bestandteil von Colitis ulcerosa oder von Morbus Crohn sind. Weil das aber auch Symptome von Eisenmangel gleichzeitig sein können, kann ein Eisenmangel dadurch nicht immer sofort erkannt werden. Also manchmal weiß man nicht, wenn man Probleme hat wie Müdigkeit, Erschöpfung, wo kommt das her? Kommt das von einer schlimmeren Erkrankung oder nur vom Eisenmangel? Also deshalb ist es ganz wichtig, wenn Sie wissen, dass Sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, Blutwerte zu nehmen, Eisen sich dabei besonders anzuschauen und dann gegebenenfalls Eisen zu supplementieren, Eisentabletten oder auch Eisen wird dann zum Beispiel intravenös, also als Eiseninfusion gegeben. Omega-3-Fettsäuren. Auch Omega-3-Fettsäuren sind ein beliebtes Supplement. Wahrscheinlich haben Sie schon häufiger Fischölkapseln in der Drogerie gesehen. Die Fettsäuren sind lebensnotwendig, sind wirklich gute Fettsäuren. Das ist gutes, gesundes Fett, das brauchen wir. Und sind unter anderem an unserer Zellbildung zum Beispiel beteiligt. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten deshalb so 0,5%, also ein halbes Prozent unserer Kalorien wirklich aus Omega-3-Fettsäuren bestehen. Das sind so bei 2400 Kilokalorien ca. 1,3 Gramm am Tag. Schauen Sie sich gerne einmal dieses Video an, da habe ich noch einiges zu den Fettsäuren nämlich mal erklärt, warum die wichtig und gut sind. Da gehe ich auch darauf ein, dass viele Gesundheitsversprechen kaum oder gar nicht belegt sind. Wer könnte aber wirklich von den Omega-3-Supplementen profitieren? Wer braucht die wirklich? Wichtig sind hier Schwangere, die nämlich keinen Fisch essen, zumindest keinen Raubfisch, sollen ja keinen Thunfisch essen etc., kein Lachs. Die DGE empfiehlt Schwangeren täglich 200 Milligramm der Omega-3-Fettsäure DHA zu sich zu nehmen. Bei zu wenig DHA in der Schwangerschaft kann die Gehirnentwicklung des Kindes beeinträchtigt nämlich werden. Mit Auswirkungen, klar, dann für das ganze Leben des Kindes. Mit so 1 bis 2 fettigem Fisch kann der empfohlene Wert aber problemlos erreicht werden. Schwangere, die keinen Fisch essen, und nochmals, man kann Fisch essen, aber man sollte keinen Raubfisch sozusagen essen, aufgrund des Quecksilbergehaltes, wird deswegen aber empfohlen, mindestens 200 Milligramm pro Tag zu supplementieren. Auch Veganer, Veganerinnen, das ist eine Risikogruppe oftmals für zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Diese Studie hier zeigt zum Beispiel, dass Veganer oft eher wenig Omega-3 zu sich nehmen, besonders wenn die vegane Ernährung nicht gut geplant ist. Ähnliches gilt auch für Vegetarier. Man weiß aber auch mittlerweile, gerade Veganer, Vegetarier achten ja sehr gut auf die Ernährung und planen die auch gut. Trotzdem kann es ungenügend oder nicht ausreichend sein, Omega-3 zu sich zu nehmen
Und dann kann es sinnvoll sein, auch vielleicht zu supplementieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt zeigen, dass Nahrungsergänzungsmittel ein wichtiges Hilfsmittel für unsere Gesundheit sein können. Im richtigen Kontext und bei einem richtigen Bedarf sind Supplemente wichtig und nützen tatsächlich unsere Gesundheit, indem sie zum Beispiel einen Mangel und die Mangelerscheinungen dann auch beheben. Aber ganz wichtig, es geht dabei nicht darum, Laborwerte zu, ja, kosmetisch quasi zu behandeln, zu optimieren, sondern es muss natürlich auch ein Zusammenhang bestehen zwischen Symptomen, die man hat, die aufgrund eines Mangels vorliegen. Und dann macht es Sinn, diesen Mangel zu beheben. Und die wichtigste Stellschraube zum Beheben ist immer eine ausgewogene Ernährung oder eine gezielte Ernährung mit zum Beispiel viel Eisen oder die viel Omega-3-Fettsäuren enthält. Wenn das aber nicht möglich ist, dann können Supplemente zum Beispiel Sinn machen. Vielen Dank. Gerne lassen Sie uns diskutieren. Gerne schreiben Sie Ihre Kommentare direkt hier unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.